Gestern gab es eine Menge Trubel in der Videospielwelt und auch wenn das relativ harmlos klingt, ist es in meinen Augen eine ziemlich wichtige Sache. Die Synchronsprecherin Helena Taylor, die insbesondere für ihre Rolle als Bayonetta bekannt ist, hat rund 7,5 Minuten Videomaterial auf Twitter veröffentlicht. Darin erklärt sie, warum sie an Bayonetta 3 nicht erneut mitgewirkt hat. Ihr Hauptgrund und sozusagen auch die hauptsächliche Anschuldigung ist, dass ihr für die gesamte Arbeit an der Rolle nur $4000 angeboten wurden. Und die bisherigen Reaktionen des Directors vom Spiel, Hideki Kamiya, sind mindestens erwähnenswert. Aber ich denke, am besten erzähle ich euch die Geschichte einfach mal von Anfang an. Die Story rund um Bayonetta 3 fängt bei der Ankündigung des Spiels im Dezember 2017 an, als die Game Awards voll im Gange waren. Und nicht nur haben Nintendo und Platinum Games, jeweils Publisher und Entwickler des Spiels, dort angekündigt, dass Bayonetta 1 und 2 auf die Switch kommen werden, sondern auch, dass es einen dritten Teil geben wird. Über die Jahre hinweg gab es dann immer mal wieder kleine Sneak Peeks und Updates, bis im September 2021 dann endlich in einer Nintendo Direct der erste richtige Gameplay-Happen kam. Und was soll ich sagen, ich bin kein Hardcore-Fan der Serie, inhaltlich bin ich also ungefähr so nützlich wie ein nasses Radiergummi, aber ich habe aufgeschnappt, dass durchaus Enthusiasmus für den Release da war. Ich meine, immerhin hat man noch nie so lange auf ein Bayonetta-Spiel vom Reveal zum Release gewartet. Im Juli 2022 haben wir dann in einem weiteren Trailer unter anderem das Release-Datum erfahren und seitdem kann man sagen, läuft die Werbetrommel mit ziemlich regelmäßigen Updates. Und während es sich meist um Trailer oder neue Infos handelte, gab es eine Sache, die ein bisschen beunruhigend war, und zwar die Situation rund um Bayonettas Stimme. Helena Taylor und Bayonetta sind für Fans der Serie fast schon unzertrennlich. Schließlich war sie in jedem Release des Franchises sowie in Super Smash Bros. Die Person, die Bayonetta ihre Stimme verliehen hat. Die Leute wurden zum ersten Mal etwas skeptisch, als sich Taylor auf Twitter gegenüber einem Follower geäußert hat, dass dieser möglicherweise ohne ihre Stimme in Bayonetta 3 auskommen muss. Und auch wenn dieser Tweet alleine natürlich nichts zu heißen haben musste, war der etwas dramatische Unterton doch beunruhigend. Die Sorgen haben sich Anfang Oktober dann bewahrheitet. Platinum Games hat bestätigt, dass im dritten Teil Bayonetta von Jennifer Hale gesprochen wird, da sich bei der Zusammenarbeit mit Helena Taylor verschiedene Komplikationen ergeben haben sollen. Das war zumindest das offizielle Statement und auch hier wirkt erstmal alles ganz normal. Es ist schließlich nicht unüblich, dass auch bei Nachfolgern von etablierten Franchises trotzdem nochmal mehrere andere Personen zum Vorsprechen eingeladen werden, selbst wenn es nur Formsache ist. Aber dieser Fall war besonders merkwürdig. Taylor war nun schon über 10 Jahre lang die etablierte Stimme von Bayonetta. Was könnte also zu einem Wechsel der Sprecherinnen geführt haben? Das müssen wir uns gar nicht selbst fragen, das erklärt Helena Taylor schon von sich aus. Und hier wird's jetzt richtig interessant. Am 15. Oktober hat Taylor rund 7,5 Minuten Videomaterial auf Twitter veröffentlicht, in denen sie derbe Kritik an Platinum Games und Nintendo richtet. Ich habe alle Tweets auch in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr euch das selbst anhören möchtet, aber die Kurzfassung ist die folgende. Helena Taylor ist zum Vorsprechen eingeladen worden und ist, wie erwartet, in die engere Auswahl gekommen. Doch als es um das Aushandeln einer Bezahlung ging, wurden ihr für die gesamte Arbeit als Synchronsprecherin insgesamt $4000 angeboten. Im dritten Teil ihres Threads geht sie genauer darauf ein, wie das Angebot zustande gekommen sein soll. Ihr wurde nach eigenen Angaben ein verächtliches Angebot von Platinum Games gemacht, woraufhin sie Hideki Kamiya persönlich kontaktiert hat. Ihr erinnert euch, er ist der Director des Spiels. Und daraufhin habe sie eine Antwort erhalten, dass sie als Bayonettas Stimme sehr wertgeschätzt werde und die Fans es lieben würden, sie im neuen Teil wiederzuhören. Außerdem meinte Kamiya, dass er sich immer gern an den Tag zurückerinnert, an dem er sie zum ersten Mal als Synchronsprecherin für Bayonetta getroffen hat. Und zu diesem Zeitpunkt hat sich laut Taylor das Angebot mit den $4000 ergeben. Ob es sich vorher um ein anderes Angebot gehandelt hat oder ob es immer um diese $4000 ging, das ist unklar. Dass dann schließlich seitens Platinum Games ein Statement kam, dass es Komplikationen gegeben hätte, betitelt sie als dreist, da sie mehr als bereit gewesen wäre, die Rolle zu übernehmen. Im Zuge dieser Anschuldigungen bittet sie darum, Bayonetta 3 nicht zu kaufen und zu boykottieren. Sie würde sich repräsentativ einsetzen wollen für all die anderen kreativen Künstler auf der Welt, die auch unterbezahlt werden und erklärt, dass sie selbst in der Vergangenheit durch Geldsorgen in psychisch sehr schwere Phasen gerutscht ist. Obendrauf wirft sie Jennifer Hale, der neuen Sprecherin, vor, dass sie nicht das Recht habe, Bayonetta nun zukünftig zu repräsentieren oder Merchandise in ihrem Namen zu signieren, da Taylor die Rolle verkörpert und aufgebaut habe, auch wenn sie Jennifer Hale ansonsten alles Gute für ihre Zukunft wünscht. Das sind soweit die groben Punkte aus den 4 Videos. Falls ihr euch alles wortwörtlich und in der Originalfassung anhören möchtet, habe ich euch aber alles wie gesagt verlinkt. Bevor wir uns jetzt auf die Reaktion von Hideki Kamiya stürzen, will ich kurz ein bisschen das Gehörte einordnen. Zunächst natürlich die Frage, sind $4000 eigentlich wirklich unangemessen? Und die Antwort ist ein ziemlich simples Ja, egal wie man es dreht und wendet. Die einzige Möglichkeit,
Arbeit, wie 4000 Dollar irgendwie fair sein könnten, ist, wenn die Arbeit minimal gewesen wäre, was ich mir bei einer Hauptrolle vom namensgebenden Charakter eines storylastigen Franchises beim besten Willen nicht vorstellen kann. So ziemlich alle Personen, denen ich vertraue, die in einem kreativen und künstlerischen Job tätig sind, waren empört über die Bezahlung, während viele unerfahrenere Nutzer sich gewundert haben, was denn das Problem an 4000 Dollar sei. Ich meine, wie viele Stunden könne es schon dauern, eine Videospielrolle einzusprechen? Und außerdem, wenn man die 4000 Dollar durch den amerikanischen Mindestlohn dividiert, kommt man eh auf fast 552 Stunden, also selbst wenn das monatelange Arbeit sein sollte, man soll sich mal nicht so anstellen. Was dabei vergessen wird, ist nicht nur, dass es öffentlich zugängliche Dokumente gibt mit realistischen Bezahlungen, die man zu erwarten hat, und nach der Tabelle würden sich mit 4000 Dollar hier im besten Fall gerade so 16 Stunden bezahlen lassen, sondern auch, dass man nicht nur für erbrachte Leistung, sondern auch für Erfahrung bezahlt. Taylor hat nicht nur viel Ausbildung und Training als Synchronsprecherin generell hinter sich, sondern wie gesagt auch eine Dekade Erfahrung mit Bayonetta, mit dem Charakter spezifisch. 4000 Dollar für diese Rolle ist unterirdisch wenig. Und falls ihr immer noch überzeugt seid, dass 4000 Dollar absolut ausreichend sind, hier ein anderes famoses Beispiel. Rockstar hat so einen Bezahlungsstunt bei GTA 4 hinter sich. Michael Hollick hat Nico Bellic gesprochen und für 15 Monate Arbeit im Jahr 2008 ungefähr 100.000 Dollar erhalten. Und das war damals schon ein Grund für einen soliden Aufschrei. Natürlich sind 100.000 Dollar eine hübsche Summe für etwas über ein Jahr Arbeit, aber wenn man jetzt überlegt, dass man den Hauptcharakter in einem Spiel verkörpert, welches alleine 500 Millionen Dollar in der ersten Verkaufswoche umgesetzt hat, klingen 100.000 für mehrere Jahre Vorbereitung und monatelange Arbeit verhältnismäßig gering. Zwischen GTA 4 und Bayonetta 3 liegen natürlich nochmal Welten, aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass 4000 Dollar hier für die Hauptrolle in irgendeiner Form angemessen sind. Wisst ihr, wie oft man Bayonetta 3 kaufen müsste, um 4000 Dollar auszugeben? 67 Mal. Die Trinity Masquerade Edition muss man sogar nur 45 Mal kaufen. Und ich garantiere euch, beides wird sich jeweils öfter verkaufen als zweistellig. Falls ihr jetzt aus irgendeinem Grund immer noch denkt, dass 4000 Dollar doch trotzdem angemessen seien, dann weiß ich nicht, wie ich es deutlicher machen kann, und dann würde ich euch auch empfehlen, in die Branche einzusteigen, sind ja scheinbar gute Preise, die man da kriegt. Der nächste aufgeführte Kritikpunkt ist die Glaubwürdigkeit. Es seien schließlich keine Beweise geliefert worden, und wenn Taylor hier ein NDA gebrochen hat, also eine Vertraulichkeitserklärung, so wie sie es selbst in ihrem Video behauptet, habe sie ziemlich heftige Konsequenzen zu befürchten. Sie sagt zwar selbst, dass sie nichts zu verlieren hat, aber ich meine, zu einem gegebenen Zeitpunkt eine Geldstrafe nicht bezahlen zu können, lässt ja nicht die Geldstrafe auf magische Art und Weise verpuffen. Es gibt durchaus Gründe, den Videos zu misstrauen, beispielsweise weil sie Jennifer Hale etwas stärker runterredet, als es vielleicht nötig gewesen wäre, oder weil sie eben keinen Beleg für die erwähnte Summe hat, oder weil sie zwar an einer Stelle erwähnt, dass man das Geld für das Spiel stattdessen einer gemeinnützigen Organisation spenden soll, aber eher darauf pocht, das Spiel an sich zu boykottieren, statt wirklich die Welt zu verbessern. Man könnte ebenfalls aus den Videos rausinterpretieren, dass sie vielleicht einfach eifersüchtig ist, weil Jennifer Hale die Rolle bekommen hat und sie nicht, und sie nun versucht, Platinum Games irgendwie eins auszuwischen. Wir werden die Details wahrscheinlich so schnell nicht erfahren. All das sind Dinge, über die sich jeder ein eigenes Bild machen muss, aber unabhängig von der Glaubwürdigkeit dieser spezifischen Videos ist es auch nicht unbedingt unüblich, dass Künstler in Verträgen über den Tisch gezogen werden. Es ist eigentlich fast irrelevant, ob Taylor hier recht hat. Sollte sie gelogen haben, wäre das natürlich absolut daneben, aber so oder so wurde für Awareness rund um das Problem gesorgt. Es hat ziemlich schnell die Runde gemacht, dass Unterbezahlung in der kreativen Szene scheinbar normal ist. Und das ist etwas, was definitiv mehr in die Köpfe der Leute kommen sollte. Und fast noch interessanter als das sind die darauf folgenden Reaktionen von Hideki Kamiya auf Twitter. Ich werde direkt unverhohlen zugeben, dass ich mich bisher kaum mit Kamiya auseinandergesetzt habe. Ich wusste, dass er mit Platinum Games in Verbindung steht und dass er bei Capcom angefangen hat, und das war's auch schon. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass mein erster Eindruck positiv war. Man kommt auf sein Profil und wird direkt sehr aggressiv damit konfrontiert, dass man ihn eigentlich nur falsch angucken muss, um blockiert zu werden. Keine wiederholten Fragen, kein Taggen in Unterhaltungen, basically fast gar nichts ist erlaubt. Und das Allerwichtigste, bloß nicht auf Englisch schreiben, dann ist man nämlich ein hirnloses Insekt. Ich habe mir sagen lassen, dass das fast schon ein Meme und möglicherweise auch eine Rolle ist, die er hier spielt. Und hey, in dem Fall ist das vielleicht auch ganz lustig. Ich weiß jetzt nicht, warum es ein Block sein muss. Eine Stummschaltung ist von der Funktion her fast identisch zu einem Block, nur dass das Gegenüber immer noch die eigenen Tweets sehen kann. Also wenn es ihn so sehr nervt, auf Fremdsprachen angeschrieben zu werden, warum nicht einfach die Leute stumm schalten? Aber ey, ist halt ein Running Gag, ein Meme, das sich über die Jahre entwickelt hat. Und für gewöhnlich sind seine Tweets auch alle exklusiv auf Japanisch, mit Ausnahme von ein paar Retweets, die zur Promo seiner Spiele dienen. Also es macht schon Sinn, dann auch japanische Antworten
Antworten zu erwarten. Ach, und mir ist aufgefallen, dass Twitter scheinbar Camillas wahres Lebenswerk ist. Fast eine 250.000 Tweets. Ich meine, ja, er ist seit 13 Jahren auf der Plattform, aber das sind immer noch um die 50 Tweets am Tag, mein lieber Scholli. Das Profil war eigentlich so friedlich, wie es nur geht, aber dann kam ja die Welle an Leuten, die durch die Anschuldigungen zu ihm geraten sind. Und diese Welle war so überwältigend, dass Camilla sich dazu herabgelassen hat, auf Englisch zu twittern. Es ist traurig und bedauerlich, dass die Unwahrheit erzählt wird. Das ist alles, was ich aktuell sage. Ach, nebenbei, denkt an meine Regeln! Ja, ja, ist okay, du Freiheitskämpfer. Gedacht auf meine Regeln! Ich bin nämlich besonders! Okay, was machst du jetzt als Director mehrerer Spielserien, die prominenterweise zuerst eine englische und später eine japanische Lokalisierung in der Vergangenheit bekommen haben, also westliches Publikum besitzen, nachdem es aus der westlichen Welt schwere Anschuldigungen bezüglich deiner Behandlung von Vertragspartnern gibt, die so schlimm sind, dass du dein Statement extra auf einer Weltsprache statt auf deinem heiligen Japanisch schreibst? Du blockst natürlich weiter, als hätte sich nichts geändert, ist schließlich ein toller Vorwand, um Kritik auszuweichen, die ja logischerweise auf Englisch folgt, denn warum sollte man auch unter einem englischen Tweet auf Japanisch schreiben? Und ich meine, selbst wenn man das macht, kriegt man ja auch keine Reaktion. Damit er antwortet, müsst ihr schon auf seine unrelateden Essensfotos reagieren. Dann bekommt ihr auch eine Antwort, die aber off-topic ist. Jemand gibt seinem Essen ein Kompliment und er sagt nur, ach nö, es gibt gerade eine Menge Insekten, die mich invadieren, hab die alle zusammen blockiert. Und wen genau soll das jetzt beeindrucken? Alles, was danach folgte, waren irgendwelche Tweets über Benutzeroberflächen von Twitter. Und ganz wichtig, wie einfach es denn sei, Leute zu blockieren. Ach, es ist so bequem und gemütlich. Er blockiert sogar viele Dinge, die er gar nicht versteht, weil es einfach so unglaublich einfach ist. Die Quote-Retweets sollte er auch noch blockieren. Er kann es schließlich nicht ertragen, sie zu lesen. Und er habe uns ja gewarnt. Wir haben halt nur nicht zugehört, weil wir dumme Insekten sind. Falls ihr jetzt aber denkt, dass ihr ihn irgendwie aufmuntern könnt, nee, bitte auch nicht. Erstmal kriegt ihr eh nur eine Antwort, wenn ihr einen bestätigten Twitter-Account habt, ansonsten seid ihr wertlos und dann bitte, bitte nicht schreiben, man blocke gerade so gerne. Also spart euch eure Komplimente einfach, falls ihr irgendwelche übrig habt, er möchte sie sowieso nicht hören. Mit anderen Worten, ihm wird vorgeworfen, dass er großen Bockmist gebaut hat. Er gibt auf Englisch ein Statement dazu ab, weil es ja scheinbar echt ernst ist. Er sagt aber von vornherein auch, dass er einfach alle Leute blockiert, die dann auf Englisch antworten. Natürlich wissen das entweder viele Leute nicht oder sie können einfach kein Japanisch. Wie praktisch, dass kaum jemand im Westen flüssig Japanisch ohne Übersetzer beherrscht, also blockierte sie einfach, um jetzt am Ende zu sagen, dass man ja selbst schuld sei, wenn man blockiert wurde. Und gleichzeitig hat er überhaupt nichts Wertvolles zu den Vorwürfen gesagt. Wenn überhaupt, war das wohl so die schlechtmöglichste Art und Weise, mit der Kontroverse umzugehen. Da ist es auch komplett egal, ob er hier eine Rolle spielt oder ob das irgendein Meme oder Running Gag ist. Wenn rauskommt, dass du angeblich deine Mitarbeiter grausig behandelst, ist es vielleicht mal Zeit, aus dem Comedy-Modus auszusteigen und ernsthaft zu reagieren, statt sich so zum Gespött der Community zu machen. Aber ey, wenn er damit erreichen wollte, dass sich mehr Leute auf die Seite von Taylor stellen, hatte das definitiv geschafft. Ich werde die Sache mal im Auge behalten und entweder in einem angepinnten Kommentar oder in einem Update-Video die Situation weiter dokumentieren. Ich rechne ehrlich gesagt damit, dass es ein Statement seitens entweder Platinum oder Nintendo geben wird, glaube aber nicht, dass das sehr bald passiert, weil wir halt Wochenende bzw. Sonntag haben und es wahrscheinlich erstmal das ein oder andere Meeting gibt. Plus, das Timing so ganz knapp vor dem Release von Bayonetta 3 ist jetzt auch nicht unbedingt super, um die Werbetrommel zu pausieren, um so ein bierernstes Statement rauszubringen. Und ich will nochmal hervorheben, selbst wenn die Anschuldigungen am Ende komplett falsch sein sollten und völlig aus der Luft gegriffen waren, ändert das nichts daran, dass sowas branchenweit immer mehr zum Problem wird und wir wahrscheinlich von 99% der Fälle, in denen sowas wirklich passiert, nie mitbekommen. Es ändert nichts daran, dass es gut war, auf diese Problematik generell aufmerksam zu machen und es ändert nichts an dem clownsartigen Verhalten von einer Person, die man eigentlich fast schon als Urgestein der Videospielgeschichte zählen könnte, wenn sie sich nicht so zum Affen machen würde. Das aber soweit von mir. Schreibt mir gern eure Ansichten zu der Angelegenheit in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns jetzt erstmal beim nächsten Mal wieder. Wie immer, haut rein, lasst gerne ein Däumchen nach oben und ein Abonnement da und natürlich lasst nichts anbrennen. Tschüss!